Heute wieder ein kleines Technikvideo für euch. Wir machen wieder eine Kombination aus dem Boxen bzw. Kickboxen. Wir starten direkt aus der Kampfstellung raus. Unser erster Schlag ist der Jab. Die linke Gerade, die Führhand. Nach der linken Geraden kommen wir mit dem linken Seitwärtshaken. Zweimal die gleiche Seite. Wir wollen uns reinarbeiten in den Gegner. Das heißt, ich möchte mich rantasten. Ich möchte den Gegner testen, gucken, wie er reagiert auf meine Angriffe, ohne zu großes Risiko einzugehen. Die rechte Gerade, da bin ich mal ein bisschen offener oder rechts generell, wenn ich reingehe, als Rechtshänder mit der hinteren Seite. Und es kostet mehr Kraft, wenn ich da harte Schläge gleich versuche zu landen. Das heißt, die Führhand sollte immer locker sitzen, immer schon vorne sein, um den Gegner auch zu stören. Das hat viele Vorteile. Damit ich rankomme, damit ich mich auch rantasten kann, sollte ich einen Schritt vorgehen. Wenn ich jetzt Anfänger bin, Einsteiger bin, dann könnt ihr euch ruhig erstmal auf die Techniken konzentrieren. Körpereinsatz 1, 2, gerade, Haken. Aber wenn ihr da die Grunderfahrung schon habt, dann versucht eure Schritte mit einzubauen. Das heißt, ich möchte nach vorne kommen an meinen Gegner ran. Zwei Schritte. Ja, zwei Schritte machen wir jetzt. Das heißt, sowohl beim Jab als auch beim Haken machen wir einen Schritt nach vorne. Ja, von der Seite. Eins, zwei. Diese zwei Schritte, um einfach ranzukommen. In den Händen. Eins, zwei. Achtet darauf, dass ihr nicht aus Versehen einen macht. Ja, hier und bringt hier euren Haken. Passiert, wenn man es zu schnell übt und es vielleicht noch nicht so oft gemacht hat. Das heißt, achtet wirklich darauf immer, erster Schritt, zweiter Schritt. Und das Ganze dann natürlich möglichst schnell verbinden. Nächster Step kommt dazu. Nach dem Reintasten, nach dem Druckmachen nach vorne, kommt mein erster Wirkungstreffer. Mit der rechten, das heißt, ich bin hier, 1, 2, 3, rechte gerade. Schön aus der Bewegung heraus. Na, ich habe jetzt hier gerade Haken gemacht mit dem Schritt normalerweise. Und jetzt komme ich hier richtig schön nach vorne. Aus der Bewegung, ja, diese Wippbewegung von der Schulter. Ich bin hier vorne, na, und hier und da bin ich mit der anderen Seite vorne. Also wenn ich zweimal die gleiche Seite mache, muss ich ein bisschen zurückwippen. Und wenn ich dann die rechte bringe, dann komme ich von der einen Schulter mit der anderen nach vorne. Das ist wichtig für die Geschwindigkeit und für die Schlagkraft. Ich habe jetzt Druck gemacht, habe ihn zum Beispiel in die Ringseile gedrängt oder an den Käfig, an den Rand. Und er kann vielleicht nicht weiter zurück. Das heißt, es ist perfekt für mich, um jetzt harte Treffer zu landen, weil alles, was er machen kann, ist zur Seite oder nach vorne, wenn er nicht weiter zurück kann oder will. Und das nutze ich jetzt für meine Wirkungstreffer. Das heißt, ich bin hier drin. Nach der Geraden komme ich mit dem Aufwärtshaken nochmal hinterher. Hat den Hintergrund, wenn ich die Gerade lande, dann kann es gut sein, dass er die versucht oben zu blocken, ja, mit der Passivdeckung. Wenn ich ihn treffe, schiebe ich ihn nach hinten. Ja, es kann gut sein, dass hier eine kleine Lücke entsteht. Einfach hier durch das nach hinten schieben und dadurch ist der Kopf oder auch der Körper offen. Bedeutet, nach der rechten Geraden komme ich gut hier mit dem Aufwärtshaken rein, ja, weil ich einfach dadurch mir eine Lücke eventuell erstelle und die möchte ich nutzen, ja, die Lücke, die da beim Gegner entsteht. Nach dem Aufwärtshaken komme ich nochmal für einen harten Treffer mit dem Seitwärtshaken. Also ihr seht, ich wechsle immer irgendwo meine Angriffsrichtungen. Ich könnte auch die Höhe wechseln, könnte sagen, ich greife noch zum Körper an, gehe unten rein. Machen wir jetzt nicht, wäre genauso richtig, wäre auch gut, ja, wäre eine andere Kombination. Ist jetzt alles auch nur eine Anregung für euch, die ihr stückweise oder komplett in euer Training einbauen könnt. Man kann immer variieren, man kann stark von oben nach unten setzen und, und. Ja, das ist sowieso für die Fortgeschrittenen von euch, sollte das Standard sein, da einfach selber ein bisschen auch zu wechseln. Gut, also nochmal, ich bin hier, 1, 2, 3, 4, 5, mit dem Seitwärtshaken nochmal ein richtig schöner harter Treffer, dann könnte ich mich rausbewegen. Wenn wir jetzt im Boxen sind zum Beispiel, mit der Führhand rausbewegen. Wenn ich im Kickboxen bin, kann ich meine Kicks noch nutzen. Gerade zum Abschluss ist ein Kick immer gut. Ja, ein Abschlusskick, weil meine Beine sind lang. Und zum Abschluss möchte ich eigentlich immer, wenn ich mit meiner Kombination fertig bin, die Distanz vergrößern. Ich habe angegriffen, ich atme dabei aus. Das heißt, ich brauche immer zwischendurch auch wieder eine kleine Pause, die nicht so aussieht wie eine Pause, aber die, was die Kraftanstrengung angeht, schon eine gewisse Pause ist zum Durchschnaufen. Das bedeutet, wenn ich beim Schlagen ausgeatmet habe, möchte ich dann auch wieder Zeit haben zum Ruhigatmen, zum Einatmen. Und die kann ich nutzen, indem ich Abstand habe. Ich bewege mich zwar noch, damit der Gegner das nicht so merkt, aber ich habe Abstand. Und mit einem Kick kann ich natürlich den besten Abstand erzeugen, weil meine Beine sind lang. Ja, die Beine sind lang, damit kriege ich den Gegner weit weg. Das heißt, es bietet sich zum Beispiel ein Frontkick an, Sidekick würde auch gehen, Roundhouse-Kick.
hätte er den Effekt, dass ich wieder Schaden anrichte. Genauso gut, wenn ich merke, er ist offen, dann kann ich ihn auch von außen bringen oder als Low Kick. Aber ansonsten bietet sich besonders der Frontkick an als richtig schneller Kick für die Distanz. Das heißt, ich bin hier drinnen, ich starte 1, 2, 3, 4, 5, gerade Kick und wieder rausgehen. Ja, und dann bin ich wieder in der Bewegung drin. Auch wieder wichtig für euch, immer tanzen, immer dafür locker bewegen, zack, zack, und dann kommt meine Kombination, dann kommt mein Kick, egal ob links oder rechts, und dann bewege ich mich wieder. Ja, also immer wieder zwischendrin bewegen. Ihr könnt euch das Ganze so aufbauen, dass ihr Schattenboxt, dass ihr euch einen Timer stellt und macht Runden. Ja, das heißt, Runde, meinetwegen 2 Minuten, 1 Minute Pause, macht er dann 5 Runden zum Beispiel durch. Die stellt ihr euch und die macht ihr auch von Anfang bis Ende, natürlich vorher aufwärmen, dehnen und so weiter, das ist ganz klar. Und dann zieht ihr die Runden einfach durch und in diese Runden baut ihr die Kombination, die ihr jetzt vielleicht dann schon vorher geübt habt, mit ein. Das heißt, ihr boxt, ihr bewegt euch, ihr boxt ganz normal, frei und dann kommt diese Kombination zwischendrin mal. Ja, oder ein Teil von dieser Kombination, dann bewegt ihr euch wieder. Weil so lernt ihr am besten auf den Gegner zu reagieren oder von der Puste her zumindest, wie die Anstrengung ist, wenn ich auf den Gegner reagieren würde, so seid ihr am besten in dem Modus einfach drin. Auch wenn ihr am Samstag trainiert zum Beispiel, achtet darauf, dass ihr diesen Schritt reinmacht. Ja, auch das ist was, der Samstag, der bewegt sich ja nicht wirklich weg. Ihr müsst beim Gegner aber außerhalb der Schlagdistanz stehen. Ja, ich stehe immer außerhalb der Distanz und wenn ich angreife, greife ich selten hier an, sondern ich mache immer meinen Schritt, außer der Gegner kommt auf mich zu. Ja, dann ist aber wieder vorhersehbar für ihn, dass ich da stehe, weil ich von vorher da stehe. Das heißt, mit dem Step ist immer gut. Step zurück, Step zur Seite, Step nach vorne. Und dieses Schlagen und Boxen, Laufen und Boxen ist ein wichtiger Punkt, wenn ich die Grundtechnik beherrsche. Ja, und das, genau das gleiche könnt ihr auch machen. Wichtig ist nur, dass ihr das Ganze vom Timing her gut verbindet, gerade auch wenn ihr lauft, boxt und auch kickt. Na, das heißt, es muss alles schon zusammenpassen. Also nochmal unsere Kombination, die wir jetzt hatten. Ich bin hier drin. 1, 2, 3, 4, 5 und der Kick muss direkt kommen. 6. Und dann bin ich direkt wieder bewegend drin. Dann bewege ich mich wieder, bringe die Führung raus, zack, sich wieder lockeren Kicks zum Distanz aufbauen. Das müsst ihr euch alles ein bisschen vorstellen. Und so könnt ihr euer Training aufbauen. Na, das wäre jetzt eine Kombination, die ihr zu Hause üben könnt. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen oder eine kleine Anregung gegeben, um zumindest mal wieder zu Hause im Training anders zu gestalten, als ihr es vielleicht sonst macht. Ja, also ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass wir uns natürlich bald wieder hier im Training live wiedersehen. Und ja, bis zum nächsten Mal.